Was geht ab, Leute? Jenks wieder mal am Start zu einem weiteren Coins SBB auf meinem Kanal. Und heute haben wir das 55 Millionen No Rules Coins SBB. No Rules kam letztes Jahr FIFA 23 sehr cool bei euch an. Dieses Jahr hoffentlich wieder. Wir können grätschen, wie wir wollen. Wir können ins Abseits laufen, wie wir wollen. Richtig geil. Das ist irgendwie so was, Junge. Ich habe jetzt schon Angst. 1000 Likes und wir machen irgendwas. Lasst ein Abo da und sorry, ich habe einfach noch gar nicht meinen Aufnahmepartner vorgestellt. Fabio, was geht? Ja, was geht ab, Freunde? Ich bin hier heute mit dabei und Jenk, ich werde heute meinen ganzen Frust der ganzen letzten SBBs an dir rauslassen mit den Grätschen. Die ganzen Grätschen, die ganzen L1, ich schicke ihn vor und 50 Meter am Abseits, der macht den dann rein, weil Abseits zählt nicht in dem Spielmodus. So geil. Ich würde sagen, Fabio, 1000 Likes, lass ein Abo da und halt gerne mal deine Tafel rein. Jo, halt ich rein. Das sind meine Tipps. Ja, bei diesen Coins SBB ist das immer so eine Sache, was man aufschreibt. Aber ja, erzähl erstmal. Oh, die Frage ist, bist du auf... Ach, Digga, wir haben halt viel geredet eben noch, ne, was gerade teuer ist und so. Ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen auf die falsche Fährte locken, weil links habe ich einen sehr auffälligen, aber es gibt da auch einen sehr unauffällig auffälligen. Einmal gibt es da Ronaldinho, der kostet irgendwie fast noch 10 Millionen Coins, ich glaube 8 Millionen, 9 Millionen, keine Ahnung. Und es gibt Mbappé. Ich bin mit Mbappé gegangen. Ich hoffe, du hast vielleicht Ronaldinho aufgeschrieben oder so. Und rechts eine, die eher unauffällig ist. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass ich die behalten darf. Kostet auch noch über 4 Millionen oder so. Das ist Mia Hamm. Und damit habe ich schon im Sturm, ich glaube, 17 Millionen, 18 Millionen. Lass mich nicht lügen, keine Ahnung. Ja, Cenk, ich bin den komplett offensichtlichen Weg meiner Meinung nach gegangen. Und zwar mit den Untrade-Karten, die man so im Verein meistens rumfliegen hat. Dazu zählt einmal der gute Salah und einmal der gute Kylian Mbappé. Und der Mann kann raus. Und er kann auch ein schöner Bronze-Torwart sein, Cenk. Und ich kann das alles nicht mehr, ne? Das ist wichtig. So nervig. Du bist so eine Klette. Du bist so eine Kakerlake. Du bist so eine Zecke, ne? Ah, Vater Martin steht da. Du weißt, was Vater Martin mit dir machen wird. Ah, Vater Martin dreht sich heute um, Cenk. Junge, der wird dich auf eine Flasche setzen. Ich sag es dir. Soll ich halt rein. Wenn ich das so sehe, wird mir ein bisschen schlecht. Ich habe nämlich auch den guten Kylian Mbappé am Start. Weil er halt einfach... Ja, raus. Aber den anderen wirst du 100% nicht haben. Da bin ich ein bisschen undercover gegangen, Cenk. Und zwar mit Del Piero Winter Wildcard. Okay, Junge. Okay. Wie kostet der? Ich weiß nicht. 600, 700k. Irgendwie sowas in die Richtung. Lol. Teuer, hä? Okay, aber nicht, also nicht teuer für einen 55 Mio SPB, um die Coins zu füllen. Aber auch, wusste ich nicht. Dachte so 100k oder so. 600k. Nee, ganz coole Karte eigentlich. Ja, MVP, Torwart und ich bin natürlich aufs große Ganze gegangen mit Boykvi. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Cenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Ich nehme mein Board in die Hand. Wir gehen zu den nächsten drei oder beziehungsweise für dich zwei Spielern. Ich sag ehrlich, ne, du musst eigentlich jetzt Coins knallen. So sage ich dir, wie es ist. Deswegen, ich habe 10 Millionen Coins aufgeschrieben insgesamt. Wenn ich das schon höre, dann kann ich wahrscheinlich direkt die Finger von meinem LM lassen. Ich wollte mir da nämlich den guten Ronaldinho Thunderstruck Icon raus. R10, Bro. R10 steht doch auf der Tafel. R10. Klar. Und ich weiß, dass du den holen willst oder holen wolltest. Keine Ahnung, ob du den hast. Aber es wusste ich schon. Hast du mir schon öfter mal von erzählt, dass du von dem träumst. Und dann bin ich rechts, habe ich überlegt, gehe ich jetzt hier wieder teuer, gehe ich vielleicht mit einer Untrade-Karte wie Salah. Aber ich dachte, ich will rechts auf jeden Fall safe einen Spieler haben und deswegen bin ich mit einer Rakete gegangen. Ja, dem guten Adama Traoré, bisschen undercover. Oh, wie willst du die Coins füllen? Erst ich habe schon einige Coins, Cenk. Ja, okay, ja, okay. Was. Ja, du hast schon... Du warst schon über 20 Millionen, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ja. War so 17, 18 Millionen, kommt schon hin. Ronaldinho. Okay. Vielleicht habe ich ein bisschen falsch kalkuliert, weil ich dachte, Pelé ist halt so viel weniger, aber der ist nicht so viel weniger wert als ein neuen. Stimmt. Ja. Okay, nee. Ich bin mit Salah gegangen, rechts. Wie du es selber gesagt hast. Ja, Salah. Du hast bei mir auch wieder Salah aufgeschrieben, Junge. Hör doch mal auf damit. Nein, ich werde den immer weiter aufschreiben. Irgendwann wirst du nämlich den Fehler machen, Cenk. Ich spiele ihn nicht mehr gegen dich. Ich habe keinen Bock mehr, dass ich Salah nicht spielen darf. Da werden wir sehen. Gut, ich halte jetzt erstmal rein und ich snipe jetzt erstmal ein paar andere raus. Ach, stimmt. Ich muss ja auch noch echt viel. So, mein Team besteht aus Rulli. Ja, ich brauche ihn halt. Er ist leider auffällig, aber vielleicht, weil ich vorne schon viele Coins habe, hast du nicht an ihn gedacht. Dann habe ich Alisson und Matthäus. So, hier Alisson 600k und Matthäus. Den muss ich noch kaufen in der Theorie. Wenn ich ihn behalten darf, darf ich Matthäus behalten, weil dann kaufe ich ihn jetzt. Cenk,
Ich sag's dir, wie es ist. Du hast es ganz schön gesagt. Ich bin ein bisschen auf die etwas günstigeren Karten gegangen, weil du ja schon viele Coins vorne hattest. Aber ich habe ja schon fast abgeschlossen gehabt, als du geredet hast. Aber dann kam am Ende das M-Wort. Ja. Matthäus gut, dass steht genau, hier drauf. Genau deswegen, wenn ich Spieler noch nicht im Verein habe und die im SCB nutzen will, deswegen kaufe ich sie vorher nicht. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich Spieler dann direkt wieder verkaufen musste. Diese Coins steuern dann, ist ehrlich schlimm. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freue, dass ich mir 2 Millionen Coins spare oder ob ich sauer sein soll, dass du Matthäus erraten hast. Ich wäre sauer, weil da jetzt eine schöne Lücke im Mittelfeld steht, Cenk. Guck mal, wen ich hier ins Z einstellen kann. Hier kann ich doch ein paar... Boah, Junge! Tian Yinong! Macher, einfach ein Macher. Okay, die ersten Spieler stehen. Digga, du hast schon 2 erraten bei mir, ne? Du hast auch bei mir 2 erraten. Das ist echt nicht so nice. Lol. Okay, wir gehen zu den bei mir Außenverteidiger, bei dir noch ZMs. Die nächsten Positionen, bei mir sind es die ZMs, bei dir die Außenverteidiger. Ich halte mal direkt rein. Okay, ich gehe auf meinen letzten teuren Spieler, der macht die Coins so gut wie voll. Na, ich glaube, dann bin ich schon über 26, vielleicht sogar schon über 27 Millionen. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf. Maldini 93 auf LV. Kommt man nicht immer drauf. Mal schreibt man dann Roberto Carlos auf, mal Bacher, mal Kachaui, mal Theo, mal Mondi. Ich hoffe, du hast sie nicht. Maldini 93 links und rechts. Es ist eine Hassspielerin von dir. Ich weiß gar nicht, warum du sie hast, aber du findest sie unsympathisch. Du wirst auf jeden Fall nicht drauf kommen. Ashley Neville, Bro. Kennst du sie noch? Oh, ja, an die erinnere ich mich sogar tatsächlich. Ich habe schon erahnt, als du davon geredet hast, warum ich sie unsympathisch finde. Ich meine, guck sie einfach mal an, dann weißt du es. Ja, gehe ich jetzt nicht so weiter drauf ein. Oh. Ich habe aufgeschrieben, Batscha und Zabrotta, deine beiden Lieblingsaußenverteidiger. Ich dachte, davon willst du heute jemanden gegen mich spielen. Habe ich beide auch noch im Verein. Aber warum magst du jetzt Neville nicht? Warum, wegen dem Aussehen oder wie? Ja, wegen dem Aussehen. Was ist denn daran verkehrt? Darauf möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Oh, Hashtag cancel Fabio. Ja. Ich halt rein. Beide ZM. Es ist ein Klassiker. Entweder schreibe. Das Einzige, was ich nicht immer aufschreibe, ist der hier. Den tausche ich manchmal. Aber den eigentlich tausche ich. Also den schreibe ich eigentlich schon echt immer auf. Ja, ich bin auch mit 2 Klassikern gegangen. Einmal bin ich gegangen mit dem guten Zinedine Zidane. Bringt nochmal so 1,5 Millionen rein. Hast du den? Genau der, den ich manchmal aufschreibe. Heute habe ich ihn nicht aufgeschrieben. Und nebendran steht eine Karte. Ich habe zwar auch seine günstigere Version im Bein. Ich möchte aber heute seine teurere spielen, weil ich brauche, wie du es eben gesagt hast, noch ein paar Coins. Der gute Ruud Gullit Thunderstruck-Icon. Ja, der kann Thunderstruck direkt wieder raus. Der kann direkt wieder raus. Das beide Versionen? Was ist das denn? Das ist ein bisschen harter Flex. Hast du Gullit? Ja, aber Junge, wir hatten beide Gullit-Versionen. Ich habe nicht beide Versionen. Ich wollte mir was ist das denn? Centurion Thunderstruck? Centurion. Aber ja, den wollte ich mir. Ja, weil ich brauche Coins, aber ja, gut. Dann. Oh, okay. Lassen wir. Ja, kannst hier du dir auch ersparen. Kannst du dir auch ersparen. Ich schreibe immer sie dann und Rullet auf. Heute habe ich Matthäus Rullet, weil ich tausche da manchmal so durch bei den dreien. Aber gut, habe ich wenigstens einen, bin ich mit zufrieden und jetzt führe ich, ne? 3-2. Aber, Cenk, weißt du, wer reinkommt? McLaughlin, die Süße hier. Olivia heißt sie. Die kommt rein. Die Süße? Ja, die Süße. Wir gehen zu den letzten Spielern. Ich kenne das sicher mit dem Jungen. Hey, wir sind im Finale vom No Rules 55 Mio Coins SBB. Und ich sag ehrlich, du brauchst noch ein paar Münzen. Du brauchst sie. Deswegen habe ich dir wirklich teure Karten aufgeschrieben. Inklusive den Goat. Ja, ich muss sagen, den Goat habe ich Gott sei Dank nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass du irgendwas haben wirst, weil das halt so die Karten sind, die man halt in der EPO spielen kann, weil es halt nun mal die teuersten sind. Man hat wenig Möglichkeiten dort. Ich habe Angst. Ich bin gegangen mit Maldini Dynastie. Daneben steht der gute Virgil van Dijk Winter Wildcard. Das sind jetzt insgesamt schon mal 5 Millionen, glaube ich. Und dann nochmal ein bisschen günstiger, ein bisschen undercover, aber trotzdem sehr teuer. Ich weiß nicht genau, was er mittlerweile kostet. Raphael Varane Thunderstruck. Und im Tor, mein Lieber, da bin ich heute. Normal gehe ich immer mit Yashin. Ich habe mir heute gedacht, ich gehe komplett undercover mit Nick Pope UCL. Okay, okay, okay. Ich habe ein bisschen geträumt. Auch immer habe ich realisiert, Bro, du hast Maldini-Dynasties gesagt. Da war ich so, yo, Maldini bitte raus, Bro. Maldini bitte raus. Ganz entspannt, ganz locker, flockig. Lucio, Maguire und Van der Sar hatte ich noch. Okay, ja, kann ich mit leben. Also, dass wenigstens der Van Dijk bleibt, ist... Kann ich mit leben, hat 4 Bronzespieler im Team. Ja, aber du wirst sehen, Cenk. Bei dir wird es jetzt auch noch krachen. Ich habe hier nämlich ein echt gutes Gefühl bei meinen... Hast du teuer aufgeschrieben? Nee, ich bin undercover gegangen. Aber so diese Karten, die man nimmt undercover. Einen teuren habe ich am Start. Also das Ding ist, ich brauchte keine Coins mehr. Also nicht mehr viel. Deswegen bin ich mit wirklich günstigen Karten gegangen. Einmal mit Saliba. Winter Wildcard. Sorry, Bro. Wenn du darauf kommst, dann
Dann weiß ich nicht. Dann wirklich, gib den nächsten Döner aus. Den Goat. Den kann man haben, weil ich ihn aus Joke gerne mal mitnehme. Maguire. Und im Kasten habe ich Dudek Hero. Kommt man auch nicht drauf. Ja, nee. Ich habe komplett was anderes aufgeschrieben. Und zwar mit Premier League und Brasilien. Ich bin gegangen mit Van Dijk. Das wäre der teure gewesen. Und dann Ederson und Lucio. Bro, er sagt komplett daneben. Du warst doch in der Premier League. Ich habe nur Premier League mitgenommen. Ja. Übrigens, ja. Die Regeln waren 3 Ligen, volle Chemie. Hier Neville, eine Liga, englische Liga und Mbappé wäre die 3. Liga. Nicht, dass ihr denkt, ich habe 3 Ligen gehabt, aber Mbappé ist ja raus. Und ihr seht die Teams im Hintergrund, ne? Ich habe 2 Bronze, du hast 4. Alter. Denk, wo du das gerade sagst, ich glaube, bei mir kracht's, ne? Oh, wieso? Ich sehe hier 2 Ligen nur in meinem Team. Oh. Wenn ich mir das jetzt hier nochmal so genauer angucke. Okay, was machen wir da jetzt? Ich stelle einmal um und du pickst vielleicht einen raus. Und wenn du den du pickst, ersetze ich nochmal mit Bronze oder so. Der kommt aber beim Diskarten wieder rein oder so dran. Ja, das ist eine gute Idee. Ich pick jetzt noch einen raus, dann kriegst du den als Bronze. Wenn du Glück hast, treffe ich einen Bronze. Und wenn der getroffen wird, zum Beispiel wenn ich jetzt bei dir Pelé treffe und dann Bronze hin muss, dann muss der trotzdem beim Diskarten wieder rein. Das ist ein guter Call. Okay, machen wir so. Okay, dann stellen wir um. Wir machen das alles uncut, damit die Zuschauer hier nicht denken, dass es fake ist. Alles uncut, ganz schnelle Welle. Ja, okay, ja, ich hab eigentlich umgestellt, so lass dich, okay. Kannst. Ich nehme deinen, oh, das ist eine komische Formation. Ich nehme einfach deinen LM, wo dein Bronze stand. Ja, Cenk! Es ist so schön. Es ist ein Bronze, Cenk. Das heißt, das kann alles so bleiben. Ich stelle wieder zurück. Oh, und die Zuschauer würden jetzt wieder sagen, das ist Fake, weil ihr habt es uncut gesehen, Bro. Wie soll das ein Fake sein, Bro? Ohne Witz. Ey, wieso? Hast du alles stehen gelassen, oder was? Nee, ich habe umgestellt, aber der LM ist stehen geblieben irgendwie. Ich hasse es nicht, ne? Ohne Witz. Ich dachte, du stellst jetzt safe alles einfach so um und guckst gar nicht, denkst gar nicht nach, stellst jede Position. Deswegen dachte ich, safe, da ist was. Ach, Traum, egal. Ihr seht die Teams im Hintergrund, alles bleibt wie es ist. Fabio 4 Bronze, ich 2 Bronze, ich lade dich ein. Möge der Bessere gewinnen, der Schlechtere 50 Millionen Coins ist kam. Let's go. Keine Regeln. Ah, Bro, wir können uns umgrätschen, wir können ins Abseits laufen. Und die 4 Bronze, die schmecken ja komplett. Deine Seite ist tot. Ja, aber du meinst, du hast Erfahrung schon mit dem Modus, oder? Ja, einmal habe ich das gegen Enza gemacht. Der wusste nichts davon. Ich habe den die ganze Zeit umgerätscht. War richtig witzig. Ich hab's leider noch nie gespielt. Mal sehen. Bro, wir können uns die ganze Zeit umgrätschen. Das wird so totwitzig. Nein, Van Dijk ist da. Ah, ich darf ja grätschen. Ich hab's gerade schon abseits. Guck mal, da ist abseits. Oh, das juckt nicht. Das juckt nicht. Nein! Boah, mit der Hacke, Bro. Bro, das wird ein ganz verrücktes Spiel hier, ne? Mit grätschen, abseits, alles so geil. Oh mein Gott, und da treffe ich nicht mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, Bro. Oh, schön ins Abseits gespielt. Das ist echt geil mit dem Abseits. Let's go. Bro, vor allem, ich habe auch Abseits gespielt. Nein, ich habe das nicht. Alter, man vergisst das die ganze Zeit in-game. Das ist schwierig, da so umzudenken. Rudi, ich wollte gerade auf Abseits stellen, hab den rausgezogen. So dumm. Das ist krass. Das ist aber irgendwie geil ohne Abseits, ne? Und da ist auch direkt das Abseits. Und da ist auch direkt das Tor von irgendeinem Braune. Machst du gut, mein Lieber. Nein, das dauert zu lange, leider. Abseits? Ausgenutzt? Nein, und jetzt macht er ihn. Jetzt macht er ihn. Endlich, Bro. Darf das nicht verlieren, Bro. Auf einmal ist es so spannend. Hä? Letztes SPB soll ich dich immer weggehauen. Was ist das? What the fuck? Da ist so das Abseits. Und dann ist so das Abseits-Score. Ja, let's go. Let's go. Ey, dieses Abseits-Spiel ist so geil. Das macht so viel Spaß. Mann, hör auf zu jubeln mit Justin Butler, Mann. Ja. Nein. Oh mein Gott. Hello, bitte. Ich bitte. Ja. Ich dachte, ich hab ihn sogar noch mit Van Dijk. Ich weiß, Bro, was war das für ein verkrampftes Tor von mir? Einfach nur umgrätschen, einfach nur umhauen. Da ist er. Ja. Oh mein Gott. Ja. Nee, ich führe die ganze Zeit. Sowas ist unnötig, Alter. Ich hab dir gesagt, du gewinnst heute nicht. Bro, das ist so gestört. Was ein Comeback, weil du den Anschlusspack machen wolltest. Das ist dein Karma. Ein Discard, aber sorry, das war so ein verrücktes Spiel. Ich schwör, du hättest gewinnen müssen, du hättest sogar die. Ich finde, du warst besser als ich, Michi. Ich geb's zu. Aber ich nehme den Sieg natürlich mit. GG, Fabio, GG. Okay, Freunde. Ich habe umgestellt. Ich bin heute sogar mit einer Taktik gefahren. Ihr könnt es hier schon erkennen. Ja, mehr sage ich einfach mal dazu nicht. Du kannst mal lieber ein Discard. Ich bin Taktik gefahren. Das heißt, entweder stehen alle vorne, alle im Mittelfeld oder alle hinten. Ein Discard.
Und ich habe meine Auswahl schon. Ich habe mir gesagt, wenn ich gewinne, werde ich die Position auf jeden Fall nehmen. Und ich glaube, du kannst es dir jetzt schon fast denken. Es ist wieder wie eben. Ich vertraue drauf. Ich vertraue auf diese Position. Linker Mittelfeldspieler. Es ist ruhig. Es ist ruhig. Pelé. Nee, kein Pelé, Bro. Van Dijk. Aber leider auch kein Bronze. Varane. Van Dijk. Nee, schlimmer als Varane. Du hast getroffen. Del Piero, Icon, Winter Wildcard. Oh, 600k oder so, ne? Ja, ich glaube, das ist sogar echt günstiger sogar. Ich schwöre, das ist für mich ein dicker Win. Das ist ein großes Weh für mich, weil du hattest 4 Bronze-Spieler oder so. Du hattest ja noch einen günstigeren Varane, du hattest noch so einen Traoré. Bro, ich sag ehrlich, ich nehme den so dick mit. Mach die SBC fertig, nehme 600k. Let's go. Ja, Gold-Upgrade ist fertig. Del Piero ist drinne. Tut weh, Alter. Ich gebe den Mann ab. Sehr, sehr schade um ihn. Eigentlich echt eine coole Karte so. Stand auch mein Main-Team mit auf der Bank. Ja, ist weg, Bro. Ja, freut mich. Die weiteren 600k sind baden gegangen. Sehr schön, Fabio. Du steuerst auf die 10 Millionen zu. Ja, ich habe das Gefühl, die habe ich schon mittlerweile geknackt, Alter. Ich glaube wirklich, hast du schon geknackt, ne? 10 Millionen. Allein Mbappé waren 4 Millionen. Und dann 6 Millionen habe ich locker noch irgendwo gescoutet. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, RIP an Fabio. Rematch gibt's natürlich auf seinem Kanal. Und ja, Leute, supporten, supporten, supporten. Wir sind raus. Peace out. Ciao, ciao.